Kommen zu Tagesordnungspunkt 67, Antrag Aktuelle Stunde Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, BAföG weiter verbessern für mehr Chancengleichheit und so weiter und so fort, 20425. Es beginnt die Frau Kollegin Nina Eisenhardt. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben uns als Koalition im Bundesrat für zwei wichtige Punkte in der BAföG-Novelle eingebracht, nämlich für die Studierenden wichtige Verbesserungen für das Orientierungsstudium und das Studium in Teilzeit. Mit dem Orientierungsstudium haben wir in Hessen ein Modell geschaffen, das jungen Menschen ermöglicht, sich zu Beginn ihres Studiums erst einmal in unterschiedlichen Disziplinen zu orientieren. Dies ist besonders wichtig für Studierende, die keine Orientierung aus dem Elternhaus in der Hochschullandschaft mitbekommen. Das Orientierungsstudium ist aber auch die richtige Reaktion auf eine immer ausdifferenzierte Ausbildungs- und Arbeitswelt, auf frühe Schulabschlüsse und auf ein Unsicherheitsgefühl, was die eigene Zukunft betrifft. Bislang mussten wir für das Orientierungsstudium immer Ausnahmegenehmigungen einreichen. Wir wollen aber eine dauerhafte und eine klare Lösung. Wenn wir Orientierung bieten wollen, dann geht das nicht, wenn dies mit finanzieller Unsicherheit einhergeht. Und es muss klar sein, dass das Orientierungsstudium vom BAföG förderfähig ist. Mit Regelungen zum Teilzeitstudium haben wir als Gesetzgeber mit den Hochschulen bereits auf die sich veränderten Lebensbedingungen von Studierenden reagiert. Doch das BAföG hat nicht nachgezogen, obwohl es eigentlich auch er hätte vorlegen müssen. Hessen unterstützt deshalb richtigerweise die Prüfung der Ausweitung der aktuellen BAföG-Reform auf das Teilzeitstudium im Bundesrat. Auch hier brauchen die Studierenden Rechtssicherheit, wenn sie ein Teilzeitstudium beginnen. Die Notwendigkeit von Teilzeitstudium und BAföG-Berechtigung hängt nämlich leider oft zusammen. Wenn das BAföG nicht zum Leben reicht, ist oft ein Teilzeitstudium nötig, weil man zum BAföG dazuverdient werden muss. Wenn gerade dann die BAföG-Berechtigung auf dem Spiel steht, ist das zynisch und darf nicht sein. Ich hoffe deshalb sehr, dass die beiden Änderungen, die wir jetzt im Bundesrat durchgesetzt haben, auch Eingang ins Gesetz finden. Das grundsätzliche Problem, dass das BAföG nicht allen zusteht, die es brauchen, ist damit jedoch noch nicht gelöst. Jenseits der jetzt erzielten Erfolge gibt es viel zu tun. Am meisten brennt es beim Wohnzuschuss, der im BAföG vorgesehen ist. Dieser liegt bisher bei gerade einmal 250 €. Die Lage ist also so drastisch, dass nicht einmal die Bundesregierung hier nicht handeln konnte. Und so soll die Pauschale nun auf 325 € angehoben werden. Der hessische Schnitt der Mietkosten von Studierenden lag 2016 bereits nach der 21. Sozialerhebung der Studierendenwerke, aber bei 338 €, in Frankfurt sogar bei 375 €. Wir brauchen daher eine wohnortabhängige Pauschale. Das haben wir im Koalitionsvertrag auch festgehalten und dazu einen Antrag im Bundesrat gestellt. Denn Wohnen in der Hochschulstadt ist für Studierende Teilhabe, und diese darf nicht von der finanziellen Unterstützungsmöglichkeit der Eltern abhängen. Das BAföG muss grundsätzlich weiterentwickelt werden. Einkommensgrenzen müssen dynamisiert werden. Es braucht eine wohnortabhängige Pauschale, wie eben schon erwähnt. Wir wollen ein elternunabhängiges BAföG, das die Selbstständigkeit von erwachsenen Studierenden auch Rechnung trägt. Und es braucht für die Zukunft ein BAföG, das sich den steigenden Preisen anpasst, damit nicht wieder über Jahre ein Reformstau entsteht. Oder kurz, das BAföG muss zum Leben reichen. Mit dem Beschluss des Bundesrats haben wir nun in zwei Punkten wichtige Erfolge schaffen können. Ein auskömmliches BAföG, zu dem die Studierenden, egal ob im Orientierungsstudium oder in Teilzeit, an unseren Hochschulen auch einen Zugang haben, ist Voraussetzung dafür, dass wir in Hessen Chancengleichheit und eine offene Hochschule auch schaffen können.
Ich hoffe sehr, dass wir nach einer erfolgreichen Evaluation den Modellversuch Orientierungsstudium mit der Gewissheit ausweiten können, dass wir mit einem geänderten BAföG auch allen jungen Menschen in Hessen die gleichen Chancen bieten können. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Grobe, AfD-Fraktion. Und Kollegen, mit dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG, will man die Chancengleichheit im Bildungswesen herstellen. Dazu steht auch die AfD. Denn es muss auch jungen Menschen möglich sein, zu studieren oder eine Ausbildung zu beginnen, die aus Elternhäusern stammen, deren wirtschaftliche Situation es nicht erlaubt, ihren Kindern eine ihre Leistungsfähigkeit und Leistungswillen angemessene Ausbildung zu finanzieren. Dafür werden derzeit jährlich etwa 3 Milliarden € aufgewendet, die aber nur dann gut angelegt sind, wenn sie gezielt die tatsächlich Bedürftigen und Leistungswilligen fördert. Leider nehmen aber immer mehr Studenten längere Studienzeiten in Anspruch und überschreiten somit häufig die Förderungshöchstdauer. Hier muss nachgesteuert werden. Wenn die Ursachen darin liegen, dass die tatsächlich Bedürftigen nicht den Höchstsatz bekommen und nebenbei arbeiten müssen, dann sollte man besser hier mehr Geld investieren, wenn der Leistungsnachweis erbracht wird, anstatt Kindern wohlhabender Eltern BAföG auszuzahlen. Wenn es aber an der zunehmenden Wohlstandsverwahrlosung liegt, muss hier konsequent durchgegriffen werden. In nicht wenigen Fällen fehlt der Leistungswille, tatsächlich in kürzestmöglicher Zeit das Studium hinter sich zu bringen. Auch ein Orientierungsstudium, wie es in Hessen erprobt wird, lädt zum Bummeln an den Hochschulen ein. Bedingungslose Zahlungen seitens des Staates wie BAföG für alle und bedingungsloses Grundeinkommen zementieren solche Haltungen noch. Der bekannteste deutsche Dirigent Christian Thielemann hat dies ebenfalls schon erkannt und angesprochen. Ich zitiere ihn. Ich habe das schon vor 20 oder 30 Jahren mitbekommen. Asiatische Studenten standen besonders früh an der Hochschule beim Pförtner, um die Probenzimmer zu bekommen. Wenn die Deutschen anderthalb Stunden später auftauchen, war schon alles besetzt. Und weiter. Es mag so sein, dass wir Europäer durch unseren Wohlstand bequemer geworden sind. Zitat Ende. Wenn nun ein künftiges BAföG-Modell eine elternunabhängige Grundförderung vorsieht, wird sich dieses Problem eher verfestigen, denn es widerspricht, wie auch das vorbehaltlose Grundeinkommen, dem Leistungsgedanken und dem Sozialstaatsprinzip. Gilt es doch, soziale Ungleichheiten abzubauen und nicht auch noch die Nichtbedürftigen zu fördern. Besser wäre es, dass BAföG weiterhin als individuelle Ausbildungsförderung mit einem bestimmten Sockelbetrag eltern- und einkommensabhängig für Studenten wie für Auszubildende zu gewähren, aber nur so lange, wie auch das Bemühen um einen Ausbildungserfolg ersichtlich ist. Die Förderungshöchstdauer sollte maximal 12 Semester nicht überschreiten. Damit lässt sich das Studium inklusive eines Auslands- und Prüfsemesters finanziell überbrücken. Studenten, die ein Orientierungsstudium ausprobieren möchten, sind nicht von der Förderungshöchstdauer auszunehmen. Sollte das BAföG aufgrund besonderer Bedingungen wie beispielsweise hoher Mieten an einzelnen Hochschulorten nicht ausreichen, kann darüber hinaus ein unverzinsliches, zweckgebundenes Darlehen gewährt werden. Wir wissen aber auch, dass man durch Leistungsanreize Erfolge erzielen kann. Wir fordern daher, dass bei herausragenden Leistungen und Abschlüssen sich die Darlehensschuld bis zu 100% mindern kann. Dabei wissen wir, dass dies bei der derzeitigen Situation in den Hochschulen und Schulen schwierig umzusetzen ist. Denn es gibt eine Noteninflation und vermutlich auch Gefälligkeitszeugnisse. Wichtig wäre es auf jeden Fall, dass Studenten und Auszubildende, die unterhaltspflichtige Kinder haben, Teilerlässe gewährt werden, wenn sie die Regelstudienzeiten einhalten. Dies gilt ebenso für BAföG-Bezieher, die sich für das Allgemeinwohl einsetzen, sei es bei den Freiwilligendiensten oder beim Wehrdienst.
Lassen Sie mich noch einmal Christian Thielemann zitieren, der auf das Wichtigste aufmerksam macht. Zitat: Alle Leute sollten manchmal Preußen sein, wenn es um Arbeitsethos, Disziplin und Zuverlässigkeit geht. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, fördern ohne fordern führt stets in die falsche Richtung und bestraft die Leistungswilligen in diesem Land. Fördern und fordern muss deshalb verstärkt wieder in den deutschen Tugendkatalog aufgenommen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Grobe. Das Wort hat die Frau Abg. Dr. Sommer, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Auf Bundesebene sollen deutliche Verbesserungen beim BAföG durchgesetzt werden, und zwar für Studierende und auch für Auszubildende. Die Erhöhung zum Wohnzuschlag, bei den Bedarfssätzen, beim Förderungshöchstsatz, bei den Einkommensfreibeträgen und beim BAföG-Zuschlag zur Kranken- und Pflegeversicherung und auch die Verbesserungen im BAföG bei Teilzeitausbildung, bei der Pflege naher Angehörigen sowie für Personen mit Aufenthaltsgestattung sind hier zu nennen. Damit sollen die Voraussetzungen für den Bezug besser an die Lebensrealität angepasst werden. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Denn unser Grundsatz heißt nach wie vor, Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, und niemand darf aus finanziellen Gründen von einem Studium abgehalten werden. Die Zahl der Studierenden steigt, die der BAföG-Empfänger sinkt. Und die jetzigen Regelungen gehen aber in die richtige Richtung, dass Studierende nicht mit der stagnierenden BAföG-Sätzen durchs System gehen, obwohl Preise und Einkommen steigen. Nina Eisenhardt hat ja schon gesagt, das BAföG muss zum Leben reichen. Damit gehen wir konform. Und auf Bundesebene setzen wir uns weiter dafür ein, dass das BAföG kontinuierlich angehoben und das BAföG für Schülerinnen und Schüler ausgeweitet wird, meine Damen und Herren. Beides sind wichtige Instrumente zur Entkopplung von sozialer Herkunft und vom Bildungserfolg. Und es ist darüber hinaus ein Anliegen der hessischen SPD, die Mittel des Deutschlandstipendiums ins BAföG zurückzuführen. Dass das BAföG für alle hochschulrechtlich zugelassenen Modelle eines Orientierungsstudiums geöffnet werden kann, dafür soll die neue Regelung Sorge tragen. Und das ist auch gut so und sehr sinnvoll. In Hessen gibt es ja schon Orientierungsstudiengänge. Wir haben schon gehört, in Frankfurt und auch in Kassel. Aber auch die anderen Hochschulen sind natürlich in der Orientierungsphase aktiv. Die können Sie unserer Anfrage 1774 aus 19 entnehmen. Und uns ist natürlich auch die Ausweitung der Orientierungsstudiengänge, aber auch das Studium Generale sowie anderer Orientierungsangebote wichtig. Das haben wir in der letzten Legislatur gefordert und forciert. Denn gerade Orientierungsprobleme bilden häufig Grundlage für einen Studienwechsel oder auch für einen Studienabbruch. Und hier geht es eben nicht ums Herumbummeln, sondern um sich strukturiert zu informieren und sich im Prinzip individuell dann auch auf seinen beruflichen Werdegang einzulassen und sich vernünftig und zu entscheiden, was will ich in Zukunft tun, meine Damen und Herren. Ich möchte aber auch noch einmal in diesem Zusammenhang betonen, dass, wenn das BAföG steigt, die BAföG-Inhaber steigen werden, die Studentenwerke dies auch abwickeln müssen, auch hier in Hessen. Hierfür muss aber die Landesregierung dann Sorge tragen. Und ich bin gespannt, was Sie uns, Frau Ministerin Dorn, bereits dazu mitteilen können. Wenn wir nämlich von Studentenwerken reden, reden wir auch beispielsweise über studentisches Wohnen. Die Förderung von Wohnraum für Studierende ist wichtig. Plätze wurden geschaffen, aber die reichen längstens nicht aus, meine Damen und Herren.
Mit der erhöhten Wohnpauschale von 325 € geht die Bundesregierung in die richtige Richtung. Dennoch muss man die Wohnmarktentwicklung natürlich ins Auge fassen. In Ihrem Koalitionsvertrag haben Sie ja auch gesagt, Sie wollen 10 % der Wohnheimplätze für Studierende vorhalten und auch Neubau, Ausbau und Sanierung studentischer Wohnheime sowie bedarfsgerecht spezielle Baukostenzuschüsse und geeignete Grundstücke zur Verfügung stellen. Wir sind auf diese Umsetzung sehr gespannt, meine Damen und Herren. Wir für unseren Teil machen uns stark für die Öffnung der Studentenwerke für Auszubildende und eine entsprechende Reform des Hessischen Studentenwerkgesetzes. Sie zu Bildungsförderungswerken auszubauen, erscheint uns effektiv, um Beratungsangebote, Wohnraumversorgung und soziale Infrastruktur aus einer Hand vorzuhalten. Aber bei der Erfüllung der Aufgaben braucht man dann auch eine entsprechende finanzielle Ausstattung, meine Damen und Herren. Zum Schluss möchte ich noch einmal betonen, Bildung darf weder vom Geldbeutel der Eltern abhängen, noch dürfen finanzielle Gründe vom Studium abhalten. Deswegen ist eine auskömmliche Finanzierung auch von der Landesregierung für die Studentenwerke, für Wohnungsbau und für die Vorhaltung von Orientierungsstudiengängen unabdingbar. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Sie wollten noch sprechen. Sie hat zwar keine Redezeit mehr, darf aber noch einen letzten Satz sagen. Entschuldigung, selbstverständlich. Ich dachte, es wäre Schluss, aber bitte. Ein letzter Satz. Ich würde gerne wissen von Ihnen, Frau Ministerin, wie Sie sich zu den Verhaltenskostenbeiträgen verhalten wollen. Und ansonsten denke ich, ist der Bund auf einem richtigen Weg. Und es gilt dann, dass wir das gut hier in Hessen umsetzen. Dafür müssen Sie Sorge tragen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Der vorgezogene Schlussapplaus der SPD hörte sich so ekstatisch an, dass ich dachte, es wäre der finale Schlussapplaus, aber es war ein Zwischenapplaus. So, damit kommen wir zum nächsten Redner. Das ist der Kollege Dr. Büger für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Dr. Büger, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Bundesausbildungsförderungsgesetz ist zwar ein Bundesgesetz, aber über den Bundesrat haben wir Einflussmöglichkeiten. Deshalb freut es mich, dass es die GRÜNEN hier in ihrer Aktuellen Stunde thematisieren. Noch mehr würde es mich freuen, wenn wir aus Hessen auf Bundesebene noch häufiger konstruktiv uns einbringen würden, anstatt sich sonst wie häufig bei wichtigen Fragen zu enthalten. Das BAföG soll die Finanzierung des Lebensunterhalts von Studierenden sicherstellen, die sich ein Studium auf anderem Wege nicht leisten können. Die Bedenken, die die grüne Kollegin vorgebracht hat, gehen das bestehende Gesetz und die leider viel zu geringen Änderungen, die die Große Koalition in Berlin plant, diese Bedenken teilen wir. Auch bei der Frage der Orientierungsstudiengänge und beim Teilzeitstudium sind wir bei Ihnen. Hier ist die bestehende Regelung mangelhaft und auch die Änderungen, die dort geplant sind, nicht weitgreifend genug. Aber, und das ist meine zentrale Botschaft, auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, springen beim BAföG, zumindest bei dem, was Sie hier vorstellen, zu kurz. Wir brauchen nämlich kein Rumdoktern an bestehenden Regelungen, sondern wir brauchen ein grundsätzlich neues Konzept. Und genau dies hat die FDP-Bundestagsfraktion als Antrag in den Bundestag eingebracht. Und deswegen passt es so wunderschön mit dieser Aktuellen Stunde. Es wird morgen, am morgigen Freitag, zusammen mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung im Bundestag diskutiert werden. Worum geht es? Bislang ist für die Frage, wer BAföG erhält, das Einkommen der Eltern maßgeblich. Studierendenvertreter fordern schon seit Langem ein elternunabhängiges BAföG. Und das ist auch nachvollziehbar, denn die bisherige Regelung hat viele Nachteile. Sie macht die Studierenden mit Eltern, die knapp über der jeweiligen Grenze verdienen, und das ist unabhängig davon, wie hoch konkret die Grenze ist, zu Verlierern. Sie führt zu umständlichen Prüfungen und Bürokratie. Sie macht erwachsene Menschen zu finanziell von ihren Eltern abhängigen. Sie führt zu Zerwürfnissen in Familien und zwingt junge Erwachsene im Extremfall gegen ihre Eltern zu klagen. Und sie definiert Bedürftigkeit über die Bedürftigkeit der Eltern. Das Studium des Hausmeistersohns, der später als Arzt
viel Geld verdient, wird vom Steuerzahler finanziert. Das Studium des Sozialarbeiters, dessen Eltern z. B. als Lehrer knapp über der Grenze liegt, jedoch nicht. All diesen Problemen ändern auch die hier konkreten Anträge der GRÜNEN nichts. Wie könnte eine Neuregelung ganz konstruktiv aussehen? Erstens. Wir streichen den Unterhaltsanspruch der Studierenden gegen ihre Eltern. Deshalb gibt es dann auch kein Kindergeld und keinen Freibetrag mehr. Damit sparen wir erheblich Geld ein. Und dieses Geld, umgerechnet auf alle Studierenden, rund 200 € im Monat, zahlen wir jedem Studierenden direkt aus. Zweitens. Wir gewähren Studenten, die bedürftig sind und das z.B. nachweisen, indem sie mindestens 10 Wochenstunden arbeiten, einen Zuschlag von weiteren 200 €. Und drittens. Darüber hinaus gewähren wir, und zwar jedem, ein zinsfreies BAföG-Darlehen, das aber nur zurückzuzahlen ist, wenn der ehemalige Student später ein entsprechendes Einkommen erzielt. Während des Studiums bleibt eigenes Einkommen aus Nebentätigkeiten bis 500 € im Monat Jahresschnitt anrechnungsfrei, und jeder zusätzlich verdiente Euro wird nur zur Hälfte auf den BAföG-Zuschuss angerechnet. Stipendien im Übrigen, ich freue mich ja, dass das Deutschlandstipendium auch gerade gelobt wurde, werden zusätzlich zu den übrigen Bausteinen ohne jede Anrechnung ausgezahlt. Meine Damen und Herren, das halte ich für einen wirklich großen Wurf beim Thema BAföG. Er ist fair. Er ist fair, weil er wirklich auf die Lebenssituation der einzelnen Studierenden abhebt. Er ist einfach. Ich brauche nicht mehr die ganzen Prüfungen, um wieder alle Vorlagen, was die Eltern wie an welcher Stelle entsprechend verdienen. Er ist finanzierbar, denn ich verteile ja um. Ich brauche ja nicht mehr die entsprechenden Kindergeldzahlungen, die Elternfreibeträge zu haben. Und ich halte ihn auch für gerecht. Denn nur wer später aufgrund seines akademischen Abschlusses gut verdient, der muss etwas zurückzahlen. Und niemand ist mehr Bittsteller bei seinen Eltern. Meine Damen und Herren, Politik machen heißt auch mal visionär zu denken. Und diese Fähigkeit, und das kann ich leider den Vertretern von CDU und SPD hier nicht ersparen, die scheint der Berliner Großen Koalition offenkundig abhanden gekommen zu sein. Wir jedenfalls wünschen uns endlich einmal wieder einen großen Wurf in der Hochschulpolitik. Wenn die GRÜNEN ein elternunabhängiges Modell wollen, es klang ja so ein bisschen in Ihrer Rede, Frau Kollegin, an, dann sollten Sie doch auch hier Ihren Koalitionspartner überzeugen, einmal etwas wirklich Überzeugendes in den Bundesrat einbringen. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall dazu gutes Gelingen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Büger. Nächste Rednerin, wir sind noch bei 67. Ne? Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Fraktionsvorsitzende, Frau Wissler. Bitte schön. 5 Minuten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bildung darf nicht abhängig von der Herkunft sein, ist sie in Deutschland aber leider. Weil das deutsche Bildungssystem sozial selektiv ist, weil es wirkt wie ein Flaschenhals. Und um das an Zahlen zu verdeutlichen, von 100 Akademikerkindern beginnen 77 ein Hochschulstudium, von 100 Nicht-Akademikerkindern sind es nur 23. Und um dieser sozialen Ungleichheit im Bildungssystem zu begegnen, ist das BAföG und der Ausbau des BAföGs ein wichtiges Mittel. Nun ist aber richtig festgestellt worden, dass die Zahlen der BAföG-Bezieher rückläufig sind, obwohl immer mehr Studierende an die Hochschulen kommen. Und die geplante Erhöhung des BAföG-Satzes und eine Erweiterung der Elternfreibeträge sind nicht ausreichend. Wer in Frankfurt eine Wohnung bezahlen will, kommt mit 850 € nicht über die Runden, und er kommt mit den bisherigen 250 € Wohnpauschale überhaupt nicht hin, aber auch mit den zukünftigen 325 € nicht. Es wurde ja richtig darauf hingewiesen, dass der Durchschnitt in Frankfurt an Mieten für Studierende bei 375 € durchschnittlich liegt. Das heißt also, das BAföG ist nicht bedarfsdeckend, und deswegen brauchen wir eine deutliche Erhöhung der BAföG-Sätze, meine Damen und Herren. Und wir brauchen natürlich dringend mehr bezahlbaren Wohnraum.
Und hier müsste natürlich die Landesregierung deutlich mehr tun, weil noch immer sind wir bei der Wohnheimquote, was die Studierenden angeht, ist Hessen auf einem der allerhintersten Plätze im Vergleich mit den anderen Bundesländern. Es wird zwar gebaut, aber bei weitem nicht so viel, wie Studierende an die Hochschulen kommen. Und das ist natürlich gerade für Studierende aus ärmeren Familien wichtig, dass wir hier bezahlbaren Wohnraum endlich schaffen und da auch endlich eine größere Anstrengung an den Tag legen, meine Damen und Herren. Und so bleibt die neue BAföG-Reform bleibt ein Reformchen. Weder wurden die Altersgrenzen angegangen, noch eine vernünftige Rückzahlungsregelung gefunden. Das heißt, Studierende, die auf den Höchstsatz angewiesen sind, sind hochverschuldet am Ende ihres Studiums und müssen schon während des Studiums aber zusätzlich arbeiten, weil sie vom BAföG alleine in der Regel nicht leben können. Und deshalb ist es richtig gesagt worden, BAföG muss zum Leben reichen. Und es muss, auch das will ich ausdrücklich unterstützen, eine langjährige Forderung auch von uns, das BAföG muss Eltern unabhängig sein, weil es sich hier um erwachsene Menschen handelt und weil die Ausbildungsperspektiven und die Bildungsperspektiven nicht abhängig sein darf vom Einkommen der Eltern, meine Damen und Herren. Es ist auch zu Recht darauf hingewiesen worden von der Kollegin Sommer, dass das Deutschlandstipendium, dass das abgeschafft werden müsste und zurück ins BAföG überführt werden müsste, weil das Deutschlandstipendium eben genau etwas ist, was die soziale Selektion im Bildungssystem noch verstärkt, was eben nicht die fördert, die auf Förderung dringend angewiesen wären. Deswegen ist das BAföG ein sehr viel gerechteres Förderungssystem, meine Damen und Herren, um die soziale Durchlässigkeit im Bildungssystem zu erreichen. Nun diskutieren wir heute auch über die Orientierungsstudiengänge, die in Kassel und Frankfurt ab 2019 als Modellversuche angeboten werden. Ziel der Orientierungsstudiengänge ist vor allem, die Abbrecherquoten zu senken. Als wir die Debatte im letzten Jahr geführt haben, habe ich schon gesagt, dass wir das grundsätzlich für sinnvoll halten, Orientierungsstudiengänge, hatte aber gefragt, ob sich damit die Bezugsdauer für das BAföG verlängert oder ob bei einem Fachwechsel dann die förderungsfähige Zeit verkürzt wird. Das ist jetzt geklärt, und das ist natürlich gut. Wie viel das Orientierungsstudium wirklich bringt, bleibt ein bisschen abzuwarten. Zumindest schadet es aber nicht, wenn die BAföG-Bezugsdauer eben angerechnet wird. An deutschen Hochschulen bricht fast jeder Dritte in der Frühphase sein Studium ab und muss sich neu orientieren. Nach einer bundesweit repräsentativen Studie stieg die Abbruchquote bei Bachelorstudierenden im Vergleich zu früheren Untersuchungen leicht sogar an. Bei den Universitäten sank sie ganz leicht, bei den Fachhochschulen ist sie etwas angestiegen. Das liegt aber auch daran, dass an den Fachhochschulen eben der Anteil von Studierenden aus einkommensschwachen Familien, die nebenher arbeiten müssen, die etwas älter schon sind und vielleicht schon Kinder haben, stärker vertreten sind. Besonders hoch sind die Abbrecherquoten im Bereich der Mathematik und der naturwissenschaftlichen Bereich. Da liegt sie bei etwa 40%. Nur glaube ich, dass die Ursachen für den Abbruch eines Studiums sich über die Orientierungsstudiengänge nur sehr begrenzt begegnen lassen. Weil wir wissen ja über Untersuchungen, dass es oft finanzielle Gründe sind, die eben ausschlaggebend sind, dass es die Studierbarkeit ist und der immer weiter zunehmende Leistungsdruck. Wir hören immer mehr davon, dass Studierende unter Depressionen leiden, dass sie Beratungsangebote in Anspruch nehmen, weil der Leistungsdruck immer weiter zunimmt. Und deshalb kann man solche Fragen natürlich nicht allein über die Orientierungsstudiengänge lösen. Deshalb, um zum Schluss zu kommen, es ist richtig, das BAföG auszubauen. Es muss bedarfsdeckend sein. Wir brauchen eine gute soziale Infrastruktur für Studierende, und wir müssen die Studienbedingungen verbessern, damit möglichst viele Studierende ihr Studium auch erfolgreich abschließen können. Da können die Orientierungsstudiengänge ein kleiner Teil von sein und ein kleiner Baustein sein. Aber sie werden die grundsätzlichen Probleme natürlich nicht lösen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Abg. Andreas Hofmeister. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Möglichkeiten junger Menschen, ihre beruflichen Laufbahnen zu starten, sind heute wohl so gut wie noch nie in der Geschichte dieses Landes. Wir erleben es in allen Lebensbereichen. Fachkräfte und eben auch der notwendige Fachkräftenachwuchs werden praktisch in allen Berufsfeldern gesucht. Nicht zuletzt in den Ausbildungsgängen zu handwerklichen Berufen sind motivierte junge Menschen sehr willkommen. Und gleichzeitig erleben wir einen ungebrochenen Drang junger Menschen an unsere hessischen Hochschulen.
Und deshalb will ich hier eine Bemerkung voranstellen. Das Berufsleben eines jungen Menschen muss nicht zwangsläufig mit Abitur und anschließend Studium seinen Lauf nehmen. Sowohl berufliche wie akademische Bildungen eröffnen attraktive Zukunftsperspektiven und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Auch dafür haben wir in den letzten Jahren mit verschiedenen Maßnahmen gesorgt. Weil beides ist für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg unseres Landes von enormer Bedeutung. Und für diese Wertschätzung sowie die Durchlässigkeit zwischen beiden Säulen, also der beruflichen und der akademischen, in beide Richtungen werben wir auch in Zukunft mit großer Überzeugung. Meine Damen und Herren, zu der Frage der Durchlässigkeit im Bildungssystem gehört natürlich zunächst die Frage des Zugangs. Und dafür braucht es Orientierung, Ratgeber und Informationen. Die Zahl der Studiengänge und der Grad der Spezialisierung haben in den vergangenen Jahren enorm zugenommen. Allein bei den grundständigen Studiengängen, die zu einem Bachelorabschluss führen, können Studieninteressierte und Studienanfänger mittlerweile unter weit über 8.000 Varianten an den Hochschulen wählen, davon die Hälfte ohne Zulassungsbeschränkung. Ob eine gewählte Variante aber wirklich die richtige Entscheidung ist und eine gute Vorbereitung für einen etwaigen Aufbaustudiengang, können, so ehrlich muss man sein, häufig nicht einmal mehr Experten richtig einschätzen. Was uns in der Politik in diesem Zusammenhang besonders beschäftigen muss, sind diejenigen, welche ihr Studium nicht zum erfolgreichen Abschluss bringen können. Es ist niemandem zum persönlichen Vorwurf zu machen, wenn aus welchen Gründen auch immer ein Studium abgebrochen wird. Das unterscheidet uns von einer Fraktion, die sich gerade vorhin geäußert hat. Aber für das Individuum ist es auf jeden Fall ein Einschnitt in die eigene Biografie. Und da müssen wir als Politik helfen, dass hier Abbruchquoten deutlich nach unten gehen. Und deshalb ist der Modellversuch des Orientierungsstudiums ab dem Wintersemester 2019/20 an der Universität Kassel und der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt ein lohnenswerter Ansatz, um angehenden Studierenden mehr Orientierung zu bieten. Orientierung darüber, ob das gewählte Studienfeld wirklich die Erwartungen erfüllt, welche sich aus der theoretischen Betrachtung ergeben haben, und damit die eigene Entscheidung abzusichern. Die ein bzw. zwei Semester können dafür sorgen, Tritt zu fassen und Unsicherheiten im neuen Lernumfeld abzubauen. Ich will in diesem Zusammenhang auch ein weiteres Modell nennen, das nämlich für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften zur Anwendung kommen wird als Modellversuch, nämlich das Studium der angepassten Geschwindigkeiten, um eben heutige Lebensrealitäten auch besser bei den Studierenden abbilden zu können. Und das ist nicht der erste Teil mit dem Orientierungsstudium. Nein, bereits heute bieten ja unsere Hochschulen durch Orientierungsphasen, Brückenkurse vor Aufnahme des Studiums, unterstützende Beratungsangebote, Lerngruppen, Tutorien, familiengerechte Strukturen, flexible Zeitformate sowie innovative Lehr- und Lernformen, wie etwa Blended Learning, eine Möglichkeit, eigene Lücken zu entdecken, zu schließen bzw. die Studienentscheidung zunehmend auch mit Beratung aus den Kammern, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, nochmals zu hinterfragen und eventuell zu korrigieren. Und dies ist auch angesichts einer zunehmenden Unterschiedlichkeit der Studierenden notwendig und sinnvoll. Und, meine Damen und Herren, deshalb kann hier das Orientierungsstudium ein weiterer wertvoller Beitrag sein, um die individuellen beruflichen Karrierewege bestmöglich anzugehen. Meine Damen und Herren, es klang ja vorhin an, damit das Orientierungsstudium überhaupt nachgefragt wird und keine Nachteile für die einzelnen Studierenden entstehen, waren im Vorfeld diverse Fragestellungen zu lösen. Nicht zuletzt sind Änderungen und Verbesserungen am BAföG unerlässlich. Und deshalb sind die vom Bundesrat Mitte März dieses Jahres mit klaren Mehrheiten geforderten Verbesserungen an der geplanten BAföG-Reform wichtige Weichenstellungen. Ich will nicht auf alle einzelnen Punkte des Bundesratsbeschlusses eingehen, nur wenige nochmals benennen. Die Öffnung des BAföG für Teilzeitausbildungen und für Modelle der Studienorientierung, eine verlängerte Förderung wegen individueller Herausforderungen, aber auch das Verringern von Verschuldungsängsten bildet Lebensrealitäten ab und flankiert hoffentlich nachhaltig die Studien- und Ausbildungszeit. Ich danke für die CDU-Fraktion unserer hessischen Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn, sowie ihrer Staatssekretärin Aysa Azar und den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im HMWK für den in weiten Teilen erfolgreichen Einsatz in Berlin. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die unter maßgeblich hessischer Beteiligung eingeforderten Verbesserungen am BAföG sind ein wichtiger Beitrag, Studien- und Ausbildungsbedingungen zu verbessern. Ich denke, es dürfte Einverständnis herrschen, dass Potenziale und Begabungen maßgeblich für den Bildungsweg sein müssen und nicht der finanzielle Hintergrund. Dass dieser Prozess jedoch stetig fortschreitet, ist selbstverständlich. Deshalb werden wir uns auch anhand unseres Koalitionsvertrages weiterhin dieser Daueraufgabe widmen.
in konstruktiven Dialog mit unseren hessischen Hochschulen, aber auch den Trägern der beruflichen Ausbildung hier in Hessen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Hofmeister. – Nächste Rednerin ist für die Landesregierung Frau Staatsministerin Dorn. Bitte schön, Frau Staatsministerin. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! BAföG ist das wesentliche Instrument für mehr Chancengleichheit, und das seit über 45 Jahren. Das ist gut so, denn gute Ausbildung und gute Bildung sollte nicht vom eigenen Geldbeutel oder von dem der Eltern abhängen. Was wir aber auch sehen, in den letzten 45 Jahren hat sich die Gesellschaft deutlich verändert. Die Lebensformen und die Bildungsbiografien sind zum Glück vielfältiger geworden. Das bedeutet auch, dass man die individuellen Lebenssituationen beim Studium viel mehr in den Blick nehmen muss. Auch die Auswahl an Studiengängen ist viel vielfältiger geworden. Das ist eine große Chance. Man hat eine große Vielfalt. Das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung, gerade junge Menschen, die dann sich noch nicht ganz sicher sind, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen, was sind ihre besonderen Interessen, was ist vielleicht ihr Berufswunsch, haben da durchaus eine große Herausforderung. Und gleichzeitig das Berufsleben verlangt immer mehr Flexibilität. Auch Interdisziplinarität ist ganz groß geschrieben. Das heißt, wir verlangen vernetztes Denken. Wir verlangen, dass interdisziplinär gedacht wird. Und gleichzeitig haben wir sehr strukturierte Studiengänge und gleichzeitig ein Fördersystem, das auf einen berufsqualifizierenden Abschluss drängt. Damit das BAföG auch in Zukunft eine Erfolgsgeschichte ist, dass sie in Zukunft Bildungsgerechtigkeit garantiert, muss es reformiert werden. Ich hätte mir gewünscht beim BAföG, dass man ein bisschen grundsätzlicher noch rangegangen wäre, grundsätzlich überlegt hätte, wie die Zukunft der Bildungsförderung ist. Wir haben noch im Bundesrat einen Antrag eingebracht, einen Prüfantrag für eine elternunabhängige Komponente. Das wurde leider im Bundesrat auch abgelehnt. Aber wenn es schon keinen Systemwechsel gewagt wird, dann ist es wichtig und dringend, dass die Bundesregierung wenigstens bei einigen der gesellschaftlichen Herausforderungen noch stärker reagiert. Auch die Hochschulen haben eine Menge Antworten. Wir haben über die Orientierungsstudiengänge, wurde hier schon viel berichtet. Genau die gilt es jetzt zu unterstützen. Das heißt, ja, es gibt deutliche Verbesserungen im BAföG, aber die gehen nicht weit genug. Wir müssen die besonderen Lebenssituationen, in denen unsere Studierenden sind, besser berücksichtigen. Ich möchte drei Punkte exemplarisch herausgreifen, für die wir uns und ich mich ganz besonders eingesetzt haben. Der erste Punkt, der wurde hier auch schon mehrfach genannt, ist die Frage der ortsbezogenen Höhe der Wohnbedarfspauschale. Da habe ich gemeinsam mit den Kollegen aus Hamburg und Baden-Württemberg einen Antrag im Bundesrat gestellt. Leider wurde der nicht entsprechend angenommen. Er bleibt aber wichtig. Er bleibt gerade für hier sehr wichtig, für das Rhein-Main-Gebiet, weil natürlich ist die Mietbelastung nicht an allen Hochschulstandorten gleich. Und hier gäbe es dringend Nachholbedarf. Jetzt bin ich mehrfach angesprochen worden wegen der Frage, wie schaut es bei uns aus mit der Wohnheimquote? Es stimmt, wenn man sozusagen die Statistik so nimmt, Frau Wissler, insgesamt. Aber Sie müssen sich ja anschauen, was sozusagen die letzten Jahre entstanden ist. Und wir sind bei dem bundesweiten Vergleich, was den Neubau angeht, durchaus gut. Wir haben allein in den letzten eineinhalb Jahren 1.500 Studiwohnheimplätze mehr geschaffen. Es ist kein Antrag abgelehnt worden. Das heißt, wir sind auf einem sehr guten Weg. Und genau da bleiben wir auch dabei. Das mache ich ja dann in Kooperation mit dem Kollegen Al-Wazir. Und dass wir sozusagen so gut sind, ist der Kollegin Priska Hinz zu verdanken. Dafür danke ich ihr auch sehr herzlich. Wir haben uns für die Öffnung des Kreises an Anspruchsberechtigten eingesetzt. Auch das wurde schon beschrieben, die Frage von Teilzeitmodellen, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für die Frage von pflegenahe Angehörige. Es gibt glücklicherweise, das muss man schon sagen, bei BAföG für Einzelfälle Regelungen. Und ich danke auch allen Beteiligten in den Hochschulen, auch bei mir im Haus, die sich ja wirklich sehr engagiert für diese Einzelfälle einsetzen. Meistens gibt es Lösungen. Aber was es da braucht, ist ein strukturelles Umdenken, damit das Thema Teilzeit auch strukturell mitgedacht wird. Und genauso die Frage von Menschen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung. Denen muss doch die Fortsetzung ihres Studiums ermöglicht werden, wenn sie nach 15 Jahren nicht mehr unter die Regelung des Asylbewerberleistungsgesetzes fallen. Genau da haben wir im Bundesrat darauf gedrängt, dass das verändert wird. Ich freue mich, dass wir da auch entsprechende Mehrheiten für bekommen haben. Und ich hoffe sehr, dass die Bundesregierung hier noch einmal nacharbeitet. Applaus
Der letzte Punkt ist uns ein besonders wichtiger, weil er wirklich ein hessisch-spezifischer ist. Ich freue mich sehr, dass in weiten Teilen die Orientierungsstudiengänge und das Studium angepasster Geschwindigkeiten eine große Unterstützung behält. Es ist auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig für unsere Universitäten und unsere Hochschulen, die wirklich da bundesweit beispielhaft auf dem Weg sind. Es gibt nur ganz wenige Hochschulen, die überhaupt bundesweit dies machen. Wir gehen jetzt an den Start in Frankfurt, an der Uni Frankfurt und an der Uni in Kassel. Da sind wir sehr froh drum, dass das passiert. Man muss sich das so vorstellen, das sind sozusagen fachlich benachbarte Studiengänge, wo man dann ein bis zwei Semester studiert und dann den Schwerpunkt wählt, z.B. Elektrotechnik oder Maschinenbau, ja, so wirklich benachbarte Bereiche, aber man kann sozusagen den Schwerpunkt später wählen. Und das ist ganz wichtig, und es sind eben keine Bummelstudenten, wie die AfD gerade gesagt hat. Es geht auch darum, dass wir den Menschen, den jungen Menschen, die Möglichkeit bieten, dass sie ihre Stärken erst einmal entdecken, dass sie sich orientieren können, dass sie die richtige Wahl für sich treffen und dass sie auch alle, es starten doch nicht alle mit den gleichen Voraussetzungen. Damit wir Chancengleichheit bekommen können, sind genau diese Orientierungsstudiengänge von ganz großer Bedeutung. Frau Ministerin, ich will nur auf die Redezeit der Fraktionen hinweisen. Ich komme bald zum Schluss. Ich wollte noch sagen, was mir wichtig ist zu betonen. Wir haben bei dem Thema Orientierungsstudiengänge, sind wir auch bundesweit deswegen einzigartig, weil wir auch die Geistes- und Sozialwissenschaften mit entsprechend drinnen haben. Wir haben die BAföG-fähig gemacht, das ist sehr gut, aber der Weg dorthin war sehr schwer. Das wissen alle, die mit den Hochschulen zu tun haben, und alle wissen auch, dass schon Konzepte in den Schubladen sind. Was uns wichtig ist, es braucht ein klares Bekenntnis der Bundesregierung für diese Studiengänge, es braucht klare Rahmenbedingungen, damit jeder weiß, an was man sich halten kann, und es braucht mehr Wahlfreiheit, damit auch andere Möglichkeiten da sind. Ich habe gerade beschrieben, wie das Modell läuft. Warum sollte man denn nicht ein bis zwei Semester an Orientierungsstudien haben, danach frei wählen zwischen Studiengängen? Oder die Hochschule Darmstadt, die wollte sozusagen so eine Art Vorbereitungsprogramm machen, weil die viele Nicht-Akademiker haben, die brauchen wissenschaftliche Vorbereitung. Wie arbeitet man eigentlich wissenschaftlich? Genau dafür wollen wir gerne mal Freiheit haben für die Hochschulen. Dafür haben wir uns im Bundesrat eingesetzt, dafür haben wir eine Mehrheit in den Ländern bekommen. Die fanden das alle genauso unterstützenswert, also die meisten unterstützenswert. Und ich hoffe sehr, dass die Bundesregierung an diesem Punkt, der wirklich für unsere hessischen Hochschulen sehr, sehr wichtig ist, dass da noch nachgedacht wird. Das sind die kleineren Punkte mit großer Wirkung. Und insofern hoffe ich sehr auf den weiteren Gesetzgebungsprozess. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen und kann insoweit feststellen, dass damit die Aktuelle Stunde mit der Drucksache Nummer 20/425 abgehalten worden ist.